Wow, was für ein Gefühl, so viele Scheine in den Händen zu halten. Obwohl Bargeld an der Ladenkasse nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel ist und sich auch als Wertaufbewahrungsmittel großer Beliebtheit erfreut, haben vermutlich die wenigsten von uns so viel Bargeld daheim oder im Schließfach. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen mit unserem Bargeld? Wer stellt sicher, dass es stets in ausreichender Menge zur Verfügung steht und höchsten Qualitätsstandards entspricht? Hierfür ist die Deutsche Bundesbank mit ihren 31 Filialen zuständig. Damit wir immer qualitativ hochwertiges Geld im Portemonnaie haben, werden die Scheine bei der Bundesbank regelmäßig überprüft. Was hier in der Geldbearbeitung passiert, zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit! Das ist eine der hochmodernen Geldbearbeitungsmaschinen, die hier zum Einsatz kommen. Hier in den Einfüllschacht kommen die Scheine rein. Mithilfe dieser Maschinen prüft die Deutsche Bundesbank jedes Jahr über 12 Milliarden Banknoten. Das entspricht über 12.000 Tonnen oder einem Stapel von mehr als 1.200 Kilometern Höhe. Wow! Mit jeder dieser Maschinen können pro Sekunde 33 Banknoten automatisch auf Echtheit geprüft und ihre Qualität gemessen werden. Qualitativ schlechte Scheine, also verschmutzte oder beschädigte, werden automatisch aussortiert und geschreddert. Sie werden durch druckfrische Scheine ersetzt. In den seltenen Fällen, in denen Falschgeld auftaucht, wird dieses an eine spezialisierte Arbeitseinheit der Bundesbank weitergegeben. Die Banknoten, die die Prüfung durch die Maschine erfolgreich durchlaufen haben, werden nach Stückelung sortiert und stehen dann wieder für die Auszahlung an Banken und Sparkassen zur Verfügung. Dort werden sie von uns abgehoben und anschließend ausgegeben, verschenkt, gefaltet, gerollt, verloren, versehentlich mitgewaschen, was mit Geldscheinen eben so passieren kann. So lange, bis die Maschine sie irgendwann für nicht mehr umlauffähig befindet. Wie lange ein Schein hält, hängt vor allem davon ab, für was und wie oft er genutzt wird. Mit einem 200-Euro-Schein wird zum Beispiel viel seltener bezahlt als mit einem 10-Euro-Schein. Deswegen haben 200-Euro-Scheine eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren oder mehr. Mein 10er dagegen wird nach einer Lebensdauer von etwa einem Jahr aussortiert. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Ich kaufe mir jetzt erstmal was.